Mikrokopter. Moin! In diesem Video zeige ich dir, wie du die Gimbal Control an deinem Mikrokopter und Brushless Gimbal mit Alex Moss Steuerung anschließt und einstellst. Zunächst wird die Gimbal Control mit dem vierpoligen Molex Stecker an den Equada C Anschluss der Flight Control angeschlossen. Der Ausgang Ground, RX und TX kann am ersten oder zweiten seriellen Anschluss deiner Alex Moss Steuerung angesteckt werden. Nutze ich einen 2-Achs- oder einen 3-Achs-Gimbal, bei dem die Drehung begrenzt ist, kann ich die Gimbal Control direkt an die Flight Control und das Gimbal anschließen. Habe ich aber einen 3-Achs-Gimbal und will dies um 360 Grad drehen können, muss ich den Equada C oder den seriellen Anschluss der Gimbal Control durch den Schleifring des Gimbals verlängern. Für mein hier verwendetes 3-Achs-Gimbal habe ich mir einen Adapter angefertigt und den Equada C Anschluss durch den Schleifring verlängert. Die Gimbal Control habe ich an den zweiten seriellen Anschluss meiner Alex Moss Steuerung angeschlossen. Dieser ist eigentlich bei jedem Alex Moss Board auf den Anschlüssen RCJ für TX und RC-Roll für RX. Am ersten seriellen Anschluss kann dann zusätzlich noch ein Bluetooth-Modul genutzt werden. Wie sehen die Einstellungen nun aus? In der Alex Moss Software aktivieren wir zunächst den zweiten seriellen Anschluss. Dafür ändern wir den Eintrag RC-Roll-Pin-Mode auf SBGC-Seriell-API. Nutzt man ein 3-Achs-Gimbal, wird unter Follow-Mode noch ein Haken bei Follow-Yaw gesetzt. Wird der Kopter dann im Flug gedreht, dreht sich die Kamerahalterung automatisch mit. Da die Gimbal Control mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 9600 Baud läuft, stellen wir dies unter dem Reiter Hardware für den zweiten seriellen Eingang ein. Das Ganze speichern wir nun mit einem Klick auf den Button Right in die Alex Moss Steuerung. Im nächsten Schritt stellen wir an unserem Mikrokopter die Kanäle für die Steuerung von Nick, Roll und Gear ein. Dazu wechseln wir in den Einstellungen des Kopters auf den Reiter Kamera. Unter Servo Control stellen wir nun den Kanal für Nick und Roll ein. Hier haben wir den Kanal 8 für Nick und 9 für Roll eingestellt. Zusätzlich aktivieren wir hier die Funktion Servo-Relativ. Hat man einen 3-Achs-Gimbal und möchte das Gieren der Kamerahalterung ebenfalls steuern, wechselt man auf den Reiter Cam Control. Unter Your Channel stellt man dann den gewünschten Kanal ein. In unserem Fall ist es hier der Kanal 14. Am Schluss speichern wir über den Button Schreiben die Einstellungen in unseren Mikrokopter. Nach diesen Einstellungen können wir unser Brushless Gimbal nun über unsere Fernbedienung steuern. Den Kanal 8 für die Steuerung von Nick habe ich auf diesen Schieberegler gelegt. Die Mittelstellung ist dabei die Ruhestellung. Verschiebe ich das Poti rauf oder runter, neigt sich die Halterung entsprechend. Zurück in Mittelstellung bleibt die Halterung dann in der neuen Position stehen. Der Kanal 9 für Roll liegt auf diesem Drehputi. Hier bleibt die Kamerahalterung in der Position stehen, in der das Poti dann verdreht wurde. Den Kanal 14 für das Gieren der Kamerahalterung habe ich auf diesen mittleren Schieberegler gelegt. Hier ist die Mittelstellung ebenfalls die Ruhestellung. Ein Verschieben dreht die Halterung in die entsprechende Richtung. Und wieder zentriert bleibt die Halterung in der neuen Position stehen. Damit ist die Grundeinstellung abgeschlossen und wir haben mit wenig Aufwand unser Brushless Gimbal an unseren Mikrokopter angeschlossen. Und was super ist, bei einem Wegpunkteflug kann über die Gimbal Control die Kameraneigung gradgenau eingestellt werden. Und während des gesamten Fluges wird außerdem der Nick- und Rollwinkel der Kamerahalterung in einem Logfile im Mikrokopter mitgelockt und gespeichert. Ich wünsche nun viel Spaß beim Ausprobieren. Und bis zum nächsten Mal. Mikrokopter.